Die Besorgnis um Silvia Wolny wächst, seit sie sich aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit genommen hat. Doch trotz der Ruhe, die sie gewählt hat, brodeln die Spekulationen weiter. Ihre Tochter Sarafina hat auf Instagram gepostet, aber das hat die Gerüchteküche nur noch angeheizt. Silvia zieht sich zurück und schweigt zu den Gründen. Die Spekulationen um Silvia Wolnys Gesundheit nehmen kein Ende. Letzte Woche hat sie auf Instagram alle Termine für die nächsten Wochen abgesagt und das hat natürlich Fragen aufgeworfen. Sie sagt, dass alles anders kommt als man denkt, aber ihre Gesundheit steht an erster Stelle. Sie hat nicht verraten, was sie genau plagt. Aber sie hat die Unterstützung ihrer Familie. Alles wird wieder gut, wir sind alle für dich da, kommentierte ihr Schwiegersohn Florian Köster, während ihre Kinder Sarafina, Silvana, Sarah Jane oder Loredana mit betenden Emojis für Verunsicherung sorgten. Sarafina hat Öl ins Feuer gegossen, indem sie emotional gepostet hat, dass Silvia die tollste Mama und Oma sei und die Familie es gemeinsam schaffen werde. Einige Fans sind sauer, einerseits Aufmerksamkeit generieren, aber sich dann in Schweigen hüllen. Unter den Followern entbrennt eine Diskussion darüber, ob Silvia nicht mehr verraten sollte, wenn sie schon an die Öffentlichkeit geht. Einige spekulieren darüber, woran sie leide, was viele als geschmacklose Spekulation verurteilen. Eine Userin schreibt, wenn man in der Öffentlichkeit steht und so etwas postet, auch noch mit intravenösem Zugang, dass man aus gesundheitlichen Gründen erstmal kürzer tritt und alles abgesagt hat, zudem schon vorerkrankt ist am Herz, dann muss man damit rechnen, dass es die wildesten Spekulationen geben wird. Verstehe immer nicht, warum man immer durch die Blume kommunizieren muss. Ehrlich und offen zu sagen, was los ist, erspart viele Spekulationen, dumme Reaktionen und Behauptungen. Einerseits Aufmerksamkeit generieren, aber sich dann in Schweigen hüllen. Das passt nicht zusammen. Sarafina stellt klar, mit den dummen Kommentaren aufhören. Darauf antwortet Sarafina deutlich, stellt klar, vielleicht sollte man einfach mit den Spekulationen, Behauptungen und dummen Kommentaren aufhören und warten, bis derjenige selbst was sagt, und selbst wenn man nichts sagt, hat man dies auch zu akzeptieren. Auch einer von Sarafinas engsten Freunden, Florist Kevin Haupt, 34, stellt sich auf Sarafinas und Silvias Seite und weist die neugierigen User in die Schranken. Liebe und vor allem Ruhe, Raute Team, kommentiert er und kritisiert ekelhafte Aussagen, wie irgendwelche dummen Menschen aus dem Nichts kommentieren, sie hat Krebs. Ob und wann Silvia Wolny selbst Klarheit schaffen wird, bleibt weiter offen.